Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem will ich euch den Begriff des Integrals mit Hilfe der Fläche unter einer Funktion erklären. Dafür malen wir uns zunächst mal die Funktion auf, die wir betrachten wollen. Es ist der Einfachheit halber mal die quadratische Funktion. Und wir betrachten den Bereich zwischen 1 und 2. So, im ersten Bild hier unterteilen wir diesen Bereich mal in 5 Teilbereiche. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dasselbe nochmal daneben. Wieder die quadratische Funktion. 1, 2. 2, 3, 4, 5. So, der Unterschied zwischen beiden Zeichnungen soll jetzt sein, dass wir im linken Graph immer die Rechtecke betrachten, die unterhalb der Funktion liegen. Also wo dieses kleine Stückchen zu der Fläche, die wir eigentlich suchen, immer fehlt. Und im rechten Bild betrachten wir die Fläche, die über der Funktion liegt, von den Rechtecken. Also wird diese kleinen Stückchen hier, die über der Funktion sind, die werden zu viel sein zu der Fläche, die wir eigentlich betrachten wollen. So, um jetzt ungefähr die Fläche der quadratischen Funktion von 1 bis 2 zu erhalten, gucken wir uns also erstmal die Funktionswerte zu den gegebenen x-Werten an. Naja, da wir den Bereich von 1 bis 2 in 5 Flächen unterteilt haben, müssen die also gerade immer 0,2 Einheiten voneinander entfernt sein. Also fangen wir an mit 1. Hier bei x natürlich fangen wir an mit 1. Na gut, 1 Quadrat ist halt auch 1. Dann 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 und 2. So, wenn wir das jetzt ausrechnen, dann erhalten wir hier 1,44, 1,96, 2,56, 3,24 und 4. So, mit Hilfe dieser Werte werden wir jetzt einmal die Fläche der Rechtecke im linken Schaubild und einmal die Fläche der Rechtecke im rechten Schaubild berechnen. Also erstmal im linken, da nenne ich die Fläche insgesamt U5, weil das soll die Untersumme von allen Rechtecken und es sind 5 an der Zahl, also U5 soll das darstellen. Naja, um das zu berechnen, müssen wir natürlich Rechteckfläche einfach die Breite mal jeweils die Höhe. Die Breite ist aber immer gleich, nämlich immer gerade 0,2. Also können wir 0,2 mal und jetzt in Klammern die einzelnen Höhen dieser Rechtecke aufaddiert. Da wir jetzt die Untersumme berechnen, fangen wir wirklich mit dem ersten Punkt an, also mit der Höhe 1. Plus die Höhe vom zweiten Rechteck, 1,44. Plus die Höhe vom dritten Rechteck, 1,96. Plus die Höhe vom vierten Rechteck, 2,56. Und plus die Höhe vom fünften Rechteck, 3,24. Wenn ihr das jetzt in den Taschenrechner eingebt, dann sollte da rauskommen 2,04. Dasselbe machen wir jetzt noch für das rechte Schaubild. Passenderweise nennen wir das jetzt O5, weil wir die Obersumme bilden und auch wieder von 5 Rechtecken. Wieder genau dasselbe, 0,2, weil der Abstand immer gleich ist, also die Breite der Rechtecke. Und jetzt fangen wir aber nicht mit 1 an, dem Funktionswert von an der Stelle 1, sondern dem Funktionswert an der Stelle 1,2,
weil wir ja gerade die Obersumme haben möchten. Also 1,2 plus 1,44 plus 1,96 plus 2,56 plus 3,24 plus 4. Und das ist gleich 2,64. So, also wir sehen, dass die Fläche, die zwischen 1 und 2 von der Parabel und der x-Achse eingeschlossen wird, nicht größer als 2,64 sein wird und nicht kleiner als 2,04. Und jetzt ist die Idee hinter der Integralrechnung, dass man diese Fläche nicht in 5 einzelne Rechtecke zerlegt, sondern in ganz viele. Im besten Fall dann in unendlich viele, die ganz, ganz unendlich klein sind, und die Summe all dieser ganz unendlich kleinen, unendlich vielen Rechtecke ist dann genau der Flächeninhalt, der von der Parabel und der x-Achse von 1 nach 2 dann hier eingeschlossen wird. Um das mal zu demonstrieren, dass das wirklich auch der Fall ist, habe ich im Computer mal ein paar Werte ausrechnen lassen. Und zwar einmal hier in der n-Zeile, das gibt an, wie viel Unterteilung, also in wie viel Rechtecke diese Fläche unterteilt worden ist. Das un gibt dann die jeweilige Untersumme, das on die jeweilige Obersumme und on minus un gerade die Differenz derer an. Ja, und das sieht man, hier bei 5 ist die Differenz 0,6, bei 10 Unterteilungen 0,3, bei 20 Unterteilungen 0,15 und bei 1000 Unterteilungen 0,03. Man sieht also, dass die Differenz von Ober- und Untersumme 0 entgegenstrebt. So, mathematisch kann man jetzt für die Obersumme oder die Untersumme, je nachdem, ich mache es jetzt mal für die Obersumme, den folgenden Ausdruck schreiben. Und zwar, dass die Obersumme gleich die Summe von i gleich 1 bis n, also wie viel Unterteilung man macht, von den Funktionswerten an der i-ten Stelle mal die Differenz der x-Werte, also wie breit die Rechtecke jeweils sind. Das ist die Obersumme. So, und wenn man jetzt, wie ich gerade schon gesagt hatte, diese Anzahl der Unterteilungen gegen unendlich gehen lässt, also das n hier gegen unendlich, so bildet man ja gerade den Limes für n gegen unendlich von on. Das ist gleich der Limes n gegen unendlich von dieser Summe, die ich hier oben aufgeschrieben habe, fxi delta x. Und für diesen Grenzwert führt man jetzt das Integral ein. Das ist jetzt einfach per Definition dieses geschwungene Zeichen. Also der Limes für n gegen unendlich von diesen Rechtecken ist gleich das Integral zwischen a und b, also in unserem Fall 1 und 2. Und das wäre dann die Fläche, die von der Parabel und der x-Achse eingeschlossen wird. Ja, das war jetzt die Einführung des Integralbegriffs, wie ihr es wahrscheinlich auch in der Schule beigebracht bekommt. So habe ich es zumindest beigebracht bekommen in der Schule. Ich finde aber, dass der letzte Schritt von dem Limes dieser Summe auf das Integral dann einfach so ein bisschen vom Himmel fällt. Also das nach dem Motto, das ist jetzt einfach so. Und da habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht, wie man das vielleicht noch anschaulicher erklären könnte. Auch ein bisschen mathematischer, muss ich sagen. Und die will ich euch jetzt hier an der Stelle auch nicht vorenthalten. Es geht also auch um die Einführung des Integralbegriffs, nur auf einem anderen Weg. Wir machen uns wieder, zeichnen uns eine Funktion auf. Das kann irgendeine sein,
sieht jetzt hier wieder aus wie die quadratische. Ist wie gesagt egal, was das für eine ist. Dann nenne ich die Stelle hier x. Das ist unsere erste Fläche. Die nenne ich a von x. Die soll bekannt sein. Also a von x kennen wir. Dann nehmen wir noch eine Fläche hinzu. Die ist hier am Punkt h. Und die soll sein a. Die heißt einfach nur a. Und die Fläche kennen wir nicht. Also die kennen wir nicht. Die Differenz dieser beiden Punkte ist logisch genau h. Ja, nun betrachten wir eine Abschätzung der Fläche a. So, wenn wir uns die jetzt angucken, dann sehen wir, okay, a ist auf jeden Fall größer als die Fläche, die ich hier jetzt mal so mit dem gestrichelten Kästchen einzeichne. Also die ist auf jeden Fall größer wie diese Fläche hier. Naja, also die Fläche ist gerade gegeben durch den Funktionswert an der Stelle x, also f von x, mal die Breite, also h. Des Weiteren können wir die auch nach oben hin abschätzen. Wir können nämlich sagen, dass die Fläche a auf jeden Fall kleiner gleich ist wie diese große Fläche, die ich jetzt hier einzeichne. Also die Fläche, die aufgespannt wird vom Funktionswert an der Stelle x plus h, diesem hier, mal die Breite h. Eine andere Aussage, die wir über die Fläche a machen können, ist, dass a gleich die gesamte Fläche zwischen x und h unter der Funktion, die nenne ich a von x plus h, minus die Fläche ist, die wir schon kennen, also a von x. Naja, jetzt setzen wir das hier da ein. Dann halten wir also f von x mal h ist kleiner gleich a von x plus h minus a von x ist kleiner gleich f von x plus h mal h. So, die Gleichung dividieren wir jetzt durch h. Dann steht hier f von x ist kleiner gleich, großer Bruchstrich, a von x plus h minus a von x durch h ist kleiner gleich f von x plus h. Das h hier hinten fällt natürlich raus. So, und nun gucken wir das mal ganz scharf an und dann können wir erkennen, da ja die Differentialrechnung früher eingeführt worden ist wie die Integralrechnung, dass wenn wir hier von diesem Ausdruck den Limes für h gegen 0 bilden, dass dann das gerade die Ableitung dieser Funktion a von x ist. Also können wir hinschreiben, der Limes für h gegen 0 von f von x ist kleiner gleich der Limes für h gegen 0 von a von x plus h minus a von x durch h ist kleiner gleich der Limes für h gegen 0 von f von x plus h. Klammer zu. Nun ja, gehen wir von links nach rechts. Wir bilden den Limes h gegen 0 von f von x. Hier ist kein h drinne, also passiert damit nichts weiter, es bleibt einfach f von x. Dann den Limes für h gegen 0 von a von x plus h minus a von x durch h. Das ist gerade der Differenzenquotient, also die Definition des Differentials, also der Ableitung. Da steht also a' von x. Und ganz rechts
Limes h gegen 0 von f von x plus h. Da fällt natürlich dann das h raus, weil das ja gegen 0 geht. Also steht da wieder f von x. Naja, und jetzt suchen wir also einen Ausdruck, der sowohl größer gleich f von x ist, als auch kleiner gleich f von x. Ja, und das ist halt nur dann erfüllt, wenn a' von x gleich f von x ist. Und das hier ist im Prinzip dieselbe Aussage. Weil wir sagen jetzt, dass die Ableitung von der Fläche, die ja unser Integral darstellen soll, gleich die Funktion ist. Eben sind wir sozusagen von der Funktion nach oben gegangen und hatten dann wirklich das Integral dastehen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir kennen das Integral schon und gehen jetzt runter und leiten das Integral quasi ab und kommen dann wieder auf unsere normale Funktion. Finde ich persönlich den Weg eigentlich anschaulicher und auch mathematisch auf jeden Fall einwandfrei. Also das ist wirklich mathematisch konsequent durchgezogen. Und ja, ich hoffe, das ist einleuchtend gewesen und ich konnte euch das auch mal so erklären, wie es vielleicht in der Schule nicht erklärt wird. Ich weiß es nicht, vielleicht erklären es eure Lehrer euch auch so, aber ich finde den Weg auf jeden Fall schöner wie den mit diesen vielen Rechtecken. Naja, dann sieht man sich beim nächsten Video. Tschüss.